Guten Tag. Ich möchte euch heute mal etwas anderes vorstellen, was ich so noch nie gesehen hatte. Also zumindest nicht in Deutschland. Wenn es auch das ist, was ich denke, was es ist, dann wird das wahrscheinlich auch Sinn ergeben. Naja, wir öffnen es einfach erstmal hier mit meinem Ruike. Und das hier kommt uns entgegen. Und ich glaube, das war's auch schon, ja. Das war's. Gut. So, hier müssen wir nochmal Hand anlegen. Und das hier kommt zum Vorschein. Oh. Hier ist gerade noch was abgehauen und das ist diesmal ein Tool für die Schrauben. Das ist doch schön. Immerhin ist es hier mal dabei. So, was haben wir denn hier? Eine schöne Tasche, die nicht gerade sehr stabil ist, also von der Form her sehr leicht verformbar. Dann haben wir hier, ja, halt die Tasche. Dann haben wir hier noch eine Folie um das, was ich mir bestellt habe. Und dann haben wir hier das, was ich mir bestellt habe. Und ja, es ist ein OTF und zwar kein normales OTF-Messer, sondern so eins hier. Ein Kamm. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Und so hört sich das an. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Art OTF in der Hand halte. Und ich feiere die jetzt schon. Und natürlich sind sie wieder in Deutschland verboten. Wer hätte es gedacht? Aber warum? Ich frage mich halt einfach, warum die in Deutschland verboten sind. Ich kann es nicht verstehen. Hier haben wir noch einen Glasbrecher. Oder was das sein soll. Aber ich denke mal, das ist ein Glasbrecher. Oh Mann, was ist denn mit dem Clip passiert? Naja, hier können wir noch was durchfädeln. Das Teil hat auch mehr oder weniger gut abgerundete Kanten. Hier haben wir dann nochmal das Logo von Microtech. Probieren wir mal aus, ob das mit den Schrauben auch funktioniert, so wie ich das hoffe. Ja, geht ganz gut. Wenn die Schrauben nicht so fest wären. Hier haben wir noch eine Rinne. Ich glaube mal, das soll eine Blutrinne darstellen. Und es macht irgendwie schon jetzt Spaß, damit zu flippen. Auch wenn der Knopf ein bisschen schwer zu betätigen ist. Naja, egal, genug rumgespielt. Kommen wir einfach mal zu den technischen Daten von dem Kamm. Wir haben ein stolzes Gewicht von 141 Gramm, haben eine Klingenlänge in Anführungszeichen von 9,8 cm. Der Griff ist ohne Berücksichtigung des Glasbrechers 13,4 cm lang und insgesamt auch wieder ausgeschlossen des Glasbrechers hat es eine Länge von 23,2 cm. Der Klingenstahl ist der D2-Stahl und das Griffmaterial ist Luftfahrtaluminium. Hatte ich vorher noch nie gehört sowas, aber das ist wahrscheinlich dasselbe Material, womit auch Flugzeuge gebaut werden, damit sie fliegen können. Und wir haben eine schwarze Anodisierung bei den Aluminiumgriffschalen. So, und das wäre es dann auch schon wieder zu diesem Video gewesen. Das ist das erste Mal, dass ich einen Kampf vorgestellt habe und auch das erste Mal gewesen, dass ich einen OTF vorgestellt habe. In einem. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.